Vierjährigen Malinois-Rüden Django, der richtig in die Fittiche genommen wurde. Und zwar hat den sein Kumpelhund nämlich einmal so richtig ins Gesicht gebissen. Und das wurde vernäht und gespült und eine Drainage eingelegt. Und bis jetzt haben wir schon alles super behandelt. Die Drainage wurde schon gezogen und heute ist der Django hier, dass wir einmal die Fäden ziehen. Das machen wir in aller Regel nach 10 Tagen. Dann sollte die Wunde gut verheilt sein und dann hat er alles geschafft. Und da man an Wunden bekanntermaßen nicht schlecken sollte und nicht kratzen sollte, hat er zum Schutz diesen Deckel auf, diesen Halskragen, dass er sich das nicht kaputt kratzen kann. Und jetzt schauen wir uns die Wunde mal zusammen an. Ja, du bist ja mein feiner Django. Ist gut. Mein feiner Django. Ah, ich muss nur an die Wunde da dran kommen, aber so passt doch super. Ja, der ist ja noch klein. Darf ich das ohne Maulkorb machen oder wird der ösig, wenn ich da dran gehe? Jetzt würde ich lieber einen Maulkorb drauf machen, weil es halt so viele Leute sind. Ja, das denke ich mir. So. So, schön stramm. Ja, du bist ein lieber Junge jetzt, ne? So, hier sehen wir also die Wunde. Das wurde hier von hier oben bis nach hier unten vernäht. Und hier unten ist das Austrittsloch der Drainage gewesen. Bei Bissverletzungen ist es ganz wichtig, dass man die komplett aufschneidet, spült, um die Keime rauszuspülen, die Wunde verschließt und an einem separaten Loch, was ganz unten ist, also da, wo es abfließen kann, ein separates Drainageloch hier einbaut. Und da ist also so ein Plastikschläuchlein drin gewesen, was hier unten dann eben die Wundflüssigkeit entlassen konnte. Dann tropfte das hier raus. Ab dem Zeitpunkt, das wird dann täglich kontrolliert, wo diese Drainage hier trocken ist, kann man die dann ziehen. Und das haben wir schon gemacht und heute wollen wir die Fäden ziehen. Fäden sollten generell gezogen werden, weil die irritieren können und die Keime in die Tiefe wandern können. Man nennt das auch Dochtwirkung. Und dann schauen wir jetzt mal, dass wir die ziehen. So fein. Es kann jetzt ein bisschen ziepen, aber es sind keine dollen Schmerzen. Ich hebe also an einer Seite ein bisschen den Faden an. Gehe unter den Faden. Und hier haben wir den ersten gezogen. Den zweiten. Den dritten. Wenn das so weitergeht, kriegst du den Tapferkeitsorden des Tages hier. Das ist ja der Wahnsinn. Vierten. Hier ist es ein bisschen verkrustet. Das kannst du ein bisschen ziehen. Fünften. Ah, hier ist das jetzt blöd, da muss ich einmal die Kruste ein bisschen abmachen. Da, wo sie jetzt sind, haben wir vorher nur eine Schwellung gesehen. Deswegen ist er, hier ist er. Deswegen ist da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Kruste drauf, ne? Mhm. Das haben die dann abrasiert und haben gesehen, dass unter dem Fell ein Loch war und das war so tief, da war Dreck und Fell drunter. Ja, das ist hier ein bisschen dreckig und warzig drunter, aber gar nicht schlimm. Hier ist noch ein Faden. So, guck mal. Ja, weil jetzt hier so ein bisschen Krustenbildung war, haben wir jetzt eine ganz kleine Stelle hier noch offen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Da machen Sie jetzt bitte zweimal täglich, wenn Sie haben, eine Honigsalbe drauf, das ist ja meine Zaubersalbe, oder ein bisschen Bepanthen, wenn Sie haben. Und er sollte daran nicht kratzen, das ist ganz wichtig. Ne? Aber dann wird das in ein paar Tagen auch zu sein. Hier oben geht es weiter. Ja, da sieht man, typisch für Bissverletzungen, man hat immer zwei Areale, wenn die zubeißen, auf der einen und auf der anderen Seite. Hier, man muss also immer, wenn man einen Beißvorfall hat, immer auf die zweite Seite suchen. Weil im Fell sieht man nämlich nicht immer so oft die zweite Stelle.
Die hat man gesehen, direkt. Und die andere kam ja später, weil man sie nicht... Das hat man nicht gesehen, da war ja nur diese Schwellung. Ui. Kann ich Ihnen gerne ein Foto zeigen. Ist nicht einfach, hier unter den Krusten hochzufuckeln. Aber die Seite hier sieht besser aus. Sollte da noch mal ein kleines Stückchen Faden unter den Krusten hochkommen, dann ist das häufig Unterhautfaden. Da dann einfach Bescheid geben. Ne? Ich würde das hier, wenn Sie erlauben, mal ein bisschen ausrasieren, weil das hier von dem Drainageloch noch ein bisschen verklebt ist. Da, guck mal. Jo, das ist von dir, ja, ja. Ja, ja, gut gemacht. Gut gemacht. Und hier sehen wir den Grund, warum Haare immer runter von Wunden müssen. Weil die verkleben dann und dann kommt es zu so Platten. Und darunter ist es tatsächlich noch ein bisschen entzündet. Wichtig ist an dieser Stelle, die Barthaare nicht abzusäbeln. Das sind die sogenannten Fibrissen. Und die haben ihre Aufgabe. Ja, also hier ist ein Barthaar, das dürfen wir nicht abschneiden. Auch hier vorne die nicht. Weil das ist ein Tastorgan, was wir natürlich nicht entfernen dürfen. Ist gut. So, haben wir es nochmal desinfiziert. Wunderbar, hier bin ich jetzt zufriedener. Na, das hätten wir sonst gar nicht gesehen, wenn wir das, die Kruste da unten nicht runtergemacht hätten. Ne? Das passt aber. Och, bist du artig, ein Feiner. Also wenn Sie da jetzt ein bisschen Salbe drauf machen. Und Sie können auch von mir aus in beobachteten Augenblicken den Halskragen abmachen, wenn er spazieren geht, wenn Sie einen Blick haben. Aber er sollte halt nicht unbeobachtet jetzt ohne Halskragen. Also er kann sich jetzt keine Fäden mehr rauskratzen, aber die Wunden müssen halt trotzdem noch heilen. Dann darf er wieder runter. Super. Dann kommt er wieder an die Leine. So, fein gemacht, Django. Ein lieber Junge. Also an Djangos Beispiel sehen wir, wie wichtig das ist, wenn ein Tier gebissen wurde, dass vernünftig untersucht wird, wo denn überall Löcher sind. Die müssen alle ausrasiert werden, gespült werden. Und wenn es tiefere Verletzungen sind, denn wenn ein Hund zubeißt, wird nämlich die Haut von der Muskulatur abgezogen und dann kommt es zu großen Wundhöhlen und die füllen sich sehr gerne mit Wundflüssigkeit oder Eiter und deswegen sollte man Bissverletzungen immer aufschneiden, spülen und wie gesagt unten eine Drainage einlegen, damit diese Wundflüssigkeit abfließen kann. Antibiotikum ganz wichtig und ich mache sogar auch immer noch einen bakteriologischen Abstrich, falls es resistente Keime gibt in diesen Bissverletzungen, dass wir dann, wenn das Antibiotikum nicht wirkt, im Nachgang, wenn das Laborergebnis da ist, auch noch wechseln können und wissen können, welches Antibiotikum wirksam ist. Tägliche Wundkontrollen bei der Drainage ganz wichtig. Und ja, bei Django ist alles super gelaufen und ich hoffe, dass die sich jetzt in Zukunft vertragen werden. Super gemacht. Dann wünsche ich alles Gute und dann seid ihr uns jetzt los. Erstmal. Erstmal. Super. Dann alles Gute. Tschüss. Tschüss, Django.